Hallo, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen im PC Welt EM Studio. Die Vorrundenspiele sind abgeschlossen. Heute geht es mit den Viertelfinalspielen weiter. Die vermeintlich schlechteren Mannschaften sind nach Hause gefahren. Die angeblich besseren sind noch weiterhin im Spiel. Wir schauen uns jetzt zuerst mal hier die Ergebnisse der letzten Spiele an und gucken, wer von uns dreien da am richtigsten lag. Ja, eigentlich sollte der Tag jetzt schon zu Hause sein, denn die Wahrheit ist auf dem Platz und da sieht die Simulation nicht so gut aus. Noch nicht, aber es gibt ja noch genug Spieltage, um da ein bisschen aufzuholen. Ja, nicht mehr ganz so viele, du weißt. Ich habe ja noch den Bonustipp. Das ist richtig, da bist du natürlich mit dem Überraschungseuropameister Niederlande, wirst du da ganz viele Punkte machen, ja, sehe ich. Abwarten, das lasse ich als große Überraschung übrig. Letztendlich haben wir aber alle drei bei Kroatien, Spanien, Italien, Irland richtig gelegen. Ich möchte dich ungern korrigieren, aber am richtigsten und einzig wirklich richtig gelegen haben die Experten. Nicht nur bei Kroatien, Spanien, sondern Italien, Irland. Zweimal volle Punktzahl. Da können wir uns auch so einen Ausruhen am nächsten Spieltag dann durchaus erlauben. Ich habe halt gelernt, dass ich persönlich unwichtige Sachen, die ich unwichtig finde, einfach weglasse. Deswegen wollte ich das jetzt auch verschweigen. Aber egal. England, Ukraine 1-0. Da haben wir alle falsch gelegen, bis auf die Community, die zufällig mal richtig lag. Und Schweden gegen Frankreich 2-0. Da ist Frankreich trotzdem jetzt im Viertelfinale, obwohl sie verloren haben. Da haben wir alle gänzlich versagt und haben völlig daneben gelegen. Am gänzlichsten hat die Simulation versagt, sozusagen mit einem spiegelverkehrten Ergebnis. Sie lag aber richtig dahingehend, dass einfach zwei Tore gefallen sind. Für wen? Weil in diesem Fall irrelevant. Naja, was soll's. An der Stelle kann ich gleich unsere Siegerin unterbringen, nämlich die Dame, die ich heute ausgelost habe, die diesen Fußballsessel hier gewonnen hat. Das ist die Susanne Grimm. Sie hat nämlich zufällig auch 2-0 getippt. Ich habe natürlich aus allen Teilnehmern, die richtig getippt haben, ausgelost, aber sie war die Einzige, die dieses Ergebnis getippt hat. Ja, dann kann man ihr gleich zweimal gratulieren. Sozusagen dem Einzigen. Und jetzt kann man den Experten mal gratulieren, die hier deutlich in Führung liegen und sozusagen ganz klar, wie die deutsche Mannschaft Kurs auf den EM-Titel nehmen. Und ich denke nicht, dass da irgendjemand noch herankommt, weder die Community, die sie noch achtbar hält, noch der große Simulator, der jetzt langsam die Luft ausgeht. Schauen wir mal, weit ist es ja nicht, aber jetzt werfen wir einen Blick auf die echten Experten. Zu weit. Und zwar unsere Leser, weil der führende Leser hat nämlich im PC-Welt-EM-Tippspiel sage und schreibe 11 Punkte mehr als die Fußballexperten. Also wirklich 11 Punkte. Das ist also unter Fußballexperten ein wirklich heftig. Cypesch, 36 Punkte, liegt jetzt wieder in Führung, musste sich teilweise die Führung teilen. Aber es ist immer noch knapp, 34 Punkte die Zweiten, zwei Zweite und Platz 3, 33 Punkte, den teilen sich drei EM-Tippspiel-Teilnehmer, also da ist es richtig noch spannend. Da sind wir mal gespannt, der Seibisch, ob sich nicht hinter diesem Pseudonym Günther Netzer verbirgt. Mehmet Scholl kann es ja wohl nicht sein. Wir gucken mal weiter zu dem Bonustipp. Weiterhin Europameister wird Deutschland, Vize-Europameister wird Spanien, sagt die Masse. Genau. Hier habe ich aus Versehen jetzt zweimal Frankreich. Das du hast aus Versehen Nordfrankreich, Südfrankreich. Also einer von beiden könnte es machen. Die Franzosen kommen dann zusammen auf 15%. Genau. Nee, die 4% sind die Italien. Also es gibt schon die ersten, die halt auf Italien. Irgendwelche mit blauen Trikots auf jeden Fall. Gut. So, ich möchte noch kurz erklären die Regeln. Jetzt beim Tippspiel, wenn Sie tippen ab jetzt sofort, kann es ja immer eine Verlängerung bzw. dann auch Elfmeterschießen geben. Sie müssen wirklich das Ergebnis nach einem potenziellen Elfmeterschießen vorhersagen. Also es kann kein Unentschieden geben. Also beim Tippspiel wirklich dran denken, dass Sie immer sich für einen Sieger entscheiden. Und daran halten wir uns jetzt auch, wenn wir die Partien für die Viertelfinale. Es wird dann schon. Genau. Also so viele Spiele, wie du vorhin behauptet hast, haben wir gar nicht mehr. Also jetzt musst du mal richtig Gas geben und ich hoffe jetzt dann auf einen sehr riskanten Tipp von dir bei Tschechien gegen Portugal. In der Tat riskant. Ich tippe auf ein Weiterkommen von Portugal. 3-1 gewinnen sie gegen Tschechien. Na gut. Wir tippen auch auf ein Weiterkommen von Portugal, allerdings nur 2-0. 2-0, zwei Tore Unterschied. Die Experten setzen auf einen Sieg mit einem Tor, Portugal mit 2-1 gegen Tschechien. Sieht man mal, ihr schließt euch also der Simulation an mit eurem Ergebnis. Also Portugal sozusagen die beiden Schwächeren verbünden sich, aber das wird ihnen nichts helfen. Genau. Wir gehen weiter. Deutschland-Griechenland, der Polit-Thriller.
Ja, die Merkel wird wahrscheinlich für Deutschland jubeln. Die Simulation hat allerdings einen Sieg tatsächlich von Griechenland vorhergesagt. 122. Minute ist ein 2:1 gefallen. Elfmeterschießen wurde dann überflüssig. Es gab 2 rote Karten. Es war eine spannende Partie. Einer hat gewonnen. Also ein Kracher, Griechenland gewinnt. Die Experten sehen das nicht so spannend. Es wird eine relativ klare Geschichte für Deutschland und ein eindeutiges 2:0. 2:1. 2:1. Den Griechen schenken wir ein Tor. Ja, das kann man schon mal machen. Das kann man schon mal machen. Die Simulation schenkt ihnen sogar 2, aber die Experten und die Community setzen weiterhin auf den Durchmarsch von Schland und Land. Griechenland fährt nach Hause. So. Und dann geht es gleich weiter mit dem Europameister. Und dem früheren Weltmeister. Genau. Frankreich. Ja, Spanien-Frankreich. 2:0 für Spanien. Wir glauben nur an ein Tor für Spanien, 1:0. Genau, da schließt sich auch wieder die Experten der Community an oder umgekehrt. Spanien wird mit einem Tor gewinnen. Und das würde ich ja nach Wart ihr vielleicht die beiden, die bei mir getippt haben? Möglicherweise habe ich mich als Saibesch eingeloggt im PC-Welt-Tippspiel. Nein, da möchte ich den User jetzt nicht das abnehmen. Das hat er natürlich selber besser gemacht. Versuch der Identitätsdiebstahl ist auch schon stark. Das ist tatsächlich. England gegen Italien, die Rumpelfußballer unter sich. Einer wird weiterkommen. Wer wird sein, Tages? Der am meisten auf dem Platz zockt und heult. Ich prognostiziere doch, England gewinnt 2:1. Ups, die können auch. Die sitzen auch manchmal da und heulen. Ich denke, sie werden heulen nach dem Elfmeterschießen, dass Italien gewinnen wird. Mein Tipp ist 3:5. Ein 1:1 nach Verlängerung und dann machen die Italiener mehr Elfer rein als die Engländer. Nicht überraschend, 5:3 für Italien. Unsere Leser glauben, dass Italien gewinnt, und zwar mit 3:1. Bisher war die Community aber eher England-lastig oder optimistisch für England. So habe ich das ja in Erinnerung bei den letzten Ergebnissen. Ja, das aber war aber diese, also die Ergebnisse, also diese Tipps sind auch ganz frisch jetzt. Okay. Also die anderen, die waren schon länger getippt, als man das noch nicht so gesehen hat. Man setzt jetzt auf das italienische Turnierglück und die Engländer... Na, Glück ist das ja immer nicht, oder? Na gut, also die Italiener haben ja schon bei einigen Turnieren gezeigt, dass sie sich mit mäßigem Fußball auch durchlavieren können. Und die Engländer, die immer gerne in den Playoffs früh ausscheiden. Genau, das sind die Spiele, die es geben wird von heute Abend bis Sonntagabend. Wir sehen uns dann wieder am Dienstag, da tippen wir dann das Halbfinale. Da sitzt wieder der andere Experte für Sie hier. Der Michi, und ich hoffe, der macht das dann genauso gut wie ich. Der andere Experte. Mein Expertenkollege. Ja. Auf jeden Fall bin ich sicher, dass die Experten ihren Vorsprung verteidigen oder ausbauen werden. Und dann ist auch für den Tages nicht mehr viel Raum, um uns noch zu überholen. Spätestens dann, wenn der Schmelze wieder hier sitzt, mache ich Punkte, sage ich immer. Ja, wir sind dann so weit vorne, da kann der Schmelze nichts mehr kaputt machen. In diesem Sinne, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du hast deine Perücke vergessen. Na, nee, lass mal.